Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber vom Potsdam-Institut sagte anlässlich der Weltklimakonferenz COP23 in Bonn, die ist ja noch nicht so lange her, es gebe erwiesenermaßen, Zitat, ein nie dagewesenes Risiko für die Menschheit durch die globale Erwärmung. Soweit Herr Schellnhuber. Mit Erstaunen konnten wir dann das Sondierungspapier lesen und feststellen, dass dort in der Präambel der potenziellen Großen Koalition diese Frage offenbar nicht zu den dort skizzierten 8 großen Fragen der Zeit gehört. Denn der Mitsondierer Armin Laschet erklärt vollmundig, man müsse sich jetzt irgendwie mal ehrlich machen. Die Klimaschutzziele, das 2020, das wäre eh alles nicht mehr zu erreichen. Herr Laschet, und auch an die Adresse von Herrn Römer und auch an die Adresse der FDP, der ganz, ganz großen Koalition hier, wenn Sie das ernst meinen, jetzt mit dem Ehrlichmachen, Herr Laschet, dann müssten Sie angesichts von 4 Jahren Schwarz-Gelb im Bund, 4 Jahre große Koalition mit kompletter Stagnation bei den CO2-Reduktionen erst mal Ihr vollständiges Scheitern in der Klimaschutzpolitik der letzten 8 Jahre eingestehen. Offenbar gelten in der CDU auch Wahlkampfversprechen der Kanzlerin, die im Wahlkampf noch gesagt hat, das verspreche ich Ihnen, das Ziel wird unbedingt eingehalten, nichts ein Armutszeugnis. Denn von den bis zum Jahr 2020 zu erreichenden Einsparzielen bei den Treibhausgasen, bei Verkehr, Wärme, bei Strom, 40% gegenüber 1990 sind gerade mal 28% geschafft. Das weiß man ja nicht erst seit gestern. Im Verkehrssektor ist eigentlich gar nichts passiert. Ja? Da sind die Emissionen steigen jetzt sogar. Am Strommarkt herrscht Chaos, Überschüsse, weil die Kohlekraftwerke die Netze verschopfen und eigentlich nur noch für den Export laufen. Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforderung, diese Vordenkerin, Herr Laschet, war mal in einem, ja, sie war mal in einem Schattenkabinett von einem ihrer Vorgänger im Wahlkampf von Norbert Röttgen. Auf die Frage, was sagt sie, auf die Frage, wer von dieser Vogel-Strauß-Politik eigentlich profitiert, am 9. Januar 2018 in der Welt, ich zitiere, das sind allein die Betreiber von Braunkohlekraftwerken, denen besonders klimaschädlicher Strom den sauberen Ökostrom im Netz behindert. Es würde den Strommarkt erheblich entlasten und voranbringen, wenn diese alten Kraftwerke endlich vom Netz gingen. Hört, hört, soweit Claudia Kempfert. Es sollte Ihnen auch zu denken geben, dass diese Politik, das einfach zu ignorieren, Herr Laschet und auch Herr Römer, das einfach zu ignorieren, dass die Mehrheit auch Ihrer Wählerinnen und Wähler und sogar der Wählerinnen und Wähler der FDP, dass die das nicht mehr wollen. Das sind nicht mehr nur die grünen Wählerinnen und Wähler, die sagen, es muss endlich gehandelt werden. In einer WDR-Umfrage sagen 2 von 3 Bürgerinnen und Bürgern in NRW, dass man früher als geplant aus der Braunkohle aussteigen sollte. Das sind 2 Drittel auch Ihrer Wählerinnen und Wähler, die das so sehen. Und vielleicht, Herr Laschet, sollte Ihnen das zu denken geben, auch in dieser WDR-Umfrage, sind auch deswegen 49% der Bevölkerung in NRW und damit 15% mehr als vor 3 Monaten unzufrieden mit dieser Regierung. Vielleicht haben Sie es deswegen auch geschafft, wirklich in absoluter Rekordzeit, ich glaube, das hat noch keine Regierung vor Ihnen geschafft, schlechter darzustellen inzwischen als jede andere Regierung in einem Flächenland, in der Umfrage und in der Bewertung der Bevölkerung. Und vielleicht sollten Sie vielleicht doch mehr auf diese Rückmeldung Ihrer eigenen Wählerinnen und Wähler hören und nicht auf RWE und Co. Wenn man sich jetzt anguckt, als der Ministerpräsident den Stand der Sondierung vor Abschluss preisgab, dass man jetzt die Klimaschutzziele 2020 öffentlich macht, da bleibt für mich die Frage, warum stört den Kollegen Römer eigentlich nur diese Plauderei, diese Plaudertasche? Warum findet man nirgendwo irgendeinen Kommentar von einem Sozialdemokraten, der sich dabei auf die Sache bezieht? Ja, das Einzige, was ich finden konnte, lieber Thomas Kutschaty, bist wahrscheinlich der Einzige, der hier sich da sowas noch traut, auszusprechen bei der Sozialdemokratie. Sie sagen,
Ich halte auch umweltpolitische Ziele für wichtig. Es kann nicht Ergebnis einer Einigung sein, festzustellen, dass man die Klimaschutzziele nicht erreicht. Das ist das Einzige, was von einem Sozialdemokraten zu diesem Thema öffentlich zu hören war. Herzlichen Glückwunsch. Wenig genug. Aber ansonsten scheint es hier auch in der Sozialdemokratie offenbar niemanden zu geben, der damit noch ein Problem hat oder denen das irgendwie ein Anliegen ist, Einsatz für Umwelt und Klimaschutz. Ich erinnere mich noch gut aus Düsseldorf, aus meiner Heimatstadt, an Michael Müller, der schon Ende der 80er Jahre dazu Publikationen gemacht hat zum Thema Klimaschutz. Einer der ersten Vordenker in Sachen Klimaschutz. Das war mal ein Sozialdemokrat, Norbert Römer. Ja? Offenbar sind die in der SPD nun leider nicht mehr vorhanden. Oder es ist zum Karriererisiko geworden, wenn man sich für diese Themen einsetzt. Vorsicht, Thomas Gucciati, vielleicht war das der falsche Satz. Ja? Also, dann kommen die Ausreden. Dann kommen die ganz, also nicht sehr kreativen Ausreden. Ministerpräsident Laschet im WDR, das ginge doch gar nicht mit dem 2020-Ziel. Da war doch noch der Atomausstieg, wir haben das Bevölkerungswachstum, das Wirtschaftswachstum. Man müsse das alles einrechnen und sich dann abfinden. Dann schauen wir mal und dann sehen wir mal 2030 weiter. Herr Ministerpräsident, Papier mag geduldig sein und auch viel aushalten. Das Klima hält gerade nicht mehr viel aus. Und vor allen Dingen nicht solche Ausreden. Die Erderwärmung schreitet voran. Sie wird unser Leben existenziell beeinflussen. Schauen Sie doch abends in den Wetterbericht, schauen Sie in die Reportagen, die jeden Abend laufen. Starkregenereignisse, Unwetter, Überflutungen, Hitzephasen, Dürren, Ernteausfälle. Und schauen Sie vielleicht mal bei unseren Nachbarn vorbei, bei den Niederländerinnen und Niederländern. Die bereiten sich ganz konkret auf Katastrophenszenarien vor. Das wird Milliarden kosten. Fakt ist leider aber auch, und das ist das eigentliche Problem, vielleicht noch nicht mal so sehr dieses 2020-Gerede. Fakt ist, mit das, was im Sondierungspapier der GroKo und im Koalitionsvertrag Schwarz-Gelb in NRW steht, da werden auch die Klimaschutzziele für 2030 nicht erreicht. Das ist so ungefähr in der Situation, in der Sie jetzt sind, Herr Laschet, als würde ein Geschäftsmann sagen, ich arbeite jetzt mal an der zweiten Million, obwohl ich noch nicht mal die erste erreicht habe. Das kann nicht so sein. Es war die Große Koalition in Berlin, die 2016 mit ihrem Klimaschutzplan 2050 vor der Marrakesch-Konferenz, also nach der Atomausstiegserscheinung, Herr Laschet, in Kenntnis des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums, heißt es in diesem Klimaschutzplan -55% gegenüber 1990. Und bis 2030 heißt das, wir haben ja jetzt erst 28, wer rechnen kann, ist auch hier im Vorteil, Einsparung von 27% Emissionen in 12 Jahren. Und das wird das Sektorziel Energiewirtschaft betreffen. Und Norbert Römer, die Wahrheit ist auch, da kann sich auch die Braunkohle nicht mehr vorwegducken. Denn die Rechnung ist doch ganz einfach. Im Sektor Energiewirtschaft steht alles nicht in grünen, übrigens nicht in grünen Wahlprogrammen oder Papieren, das steht im Klimaschutzplan der Großen Koalition. Ich zitiere dort aus dem Sektorziel Energiewirtschaft. Derzeit haben wir 300 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr bei der Stromerzeugung. 300 Millionen Tonnen. Das sollen 2030 nur noch 180 Millionen Tonnen sein. Einfache Rechnung, -120 Millionen Tonnen in 12 Jahren. Ein ambitioniertes, aber doch auch existenziell notwendiges Ziel. Und offenbar sind wir Grünen hier die Einzigen, die solche Beschlüsse von CDU und SPD auch noch ernst nehmen. Denn Sie wollen sich doch so gern ehrlich machen, Herr Laschet, dann rechnen Sie doch mal. Holen Sie einen Stift, schreiben mal auf, 300 Millionen Tonnen minus 180 Millionen sind 120 Millionen, müssen wir einsparen. Und dann können Sie auch rechnen, das hat Ihnen der Kollege Rainer Prigen hier oft genug vorgehalten, was gerade im Rheinischen Revier so in die Luft gepustet wird. Das sind 4 Kohlemeiler, Herr Laschet, die allein 80 Millionen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr liefern. Das ist Weißweiler, Niederaußem, Frimmersdorf und letztlich der Spitzenreiter Neurath mit allein 31 Millionen Tonnen CO2. Und dann erklären Sie mir bitte mal die Rechnung, wie man mit diesen 80 Millionen Tonnen, die dort im Rheinischen Revier in die Luft gepustet wird, dieses Klimaschutzziel erreichen will. Nein, die muss man abschalten, und zwar sehr, sehr schnell. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist
so eine einfache Rechnung. Das ist ehrlich machen und nicht jetzt irgendwelche Ziele aufgeben. Dann die Legenden, die Versorgungssicherheit wäre gefährdet. Der Atomstrom muss aus Belgien gekauft werden. Das glaubt Ihnen inzwischen niemals mehr, niemand mehr. Es gibt ein Papier, ich weiß, das haben Ideologen geschrieben, es gibt aber auch andere, die das bestätigen. Es gibt ein Papier für die Jamaika-Verhandlungen, für ein Szenario für die Stilllegung von 7 Gigawatt Kohlekraftwerksleistung. Und Herr Römer, ja, nach Ihrer Rede ist das wahrscheinlich so. Es war leichter, von Herrn Laschet die 7 Gigawatt zu bekommen, als wir sie von Ihnen bekommen hätten. Wahrscheinlich hätte das auch nach, keine Ahnung, Rotwein wäre es bei Ihnen ja nicht gewesen, aber nach ein paar Pilz auch ein bisschen schwieriger gewesen. Also es war tatsächlich auf dem Tisch mit der CDU 7 GW Kohlekraftwerksleistung. Und dazu gab es Papiere und fachliche Einschätzungen, wie man das denn machen kann. Und ich zitiere aus diesem Papier, das ist im Netz überall veröffentlicht, können Sie nachlesen. Und zwar vom Wirtschaftsministerium und von der Bundesnetzagentur. Die Versorgungssicherheit bleibt auch dann sicher, hören Sie genau zu, die Versorgungssicherheit bleibt auch dann sicher, wenn sich 2020 eine Dunkelflaute wie Anfang 2017 einstellen sollte. Und die Versorgung bleibt auch dann sicher, wenn im Jahr 2020 das letzte Kraftwerk von Netz geht, Deutschland bleibt Nettoexporteur von Strom. Und weil Sie diese Texte, soweit das Zitat aus dem Papier, alles unter Ideologie fassen, zitiere ich hier noch mal Claudia Kempfert vom Institut für Wirtschaft. Claudia Kempfert bemerkt genau zu diesem Disput, stimmt das denn oder stimmt das nicht? Zitat im Netz: Versorgungssicherheit kann durch Verminderung von Kohlekraftwerkskapazitäten sogar noch erhöht werden. Ja, Sie können die ganzen Leute irgendwie in die Ideologie-Ecke packen, Herr Laschet, hilft Ihnen aber nicht weiter. Sie sollten diese Wahrheit einfach mal zur Kenntnis nehmen. Es glaubt Ihnen auch keiner mehr. Und nehmen Sie die Rückmeldung Ihrer Wählerinnen und Wähler endlich ernst, die Ihnen auch das genau nicht mehr abnehmen. Und das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung ist ja nun auch keine Ideologieschmiede. Ja? Berechnet die Folgen der Klimaerwärmung. Wenn wir jetzt nicht massiv und konsequent endlich gegensteuern und genau hier vor unserer Haustür, auch im Rheinischen Revier, Norbert Römer, wenn wir das nicht tun und dieser Wahrheit nicht ins Auge blicken, dann werden wir Hunderte von Milliarden Euro an Folgekosten haben durch Hochwasserschäden, durch Ernteausfälle, mehr Belastung der Rückversicherer im Tourismus. Es lässt sich aufzählen die Liste ohne Ende. Es werden bis zu 800 Milliarden Euro im Jahr 2050 sein, wenn wir jetzt nicht handeln. Und dann, und jetzt komme ich zur Haushaltspolitik, denn das hat was miteinander zu tun, Herr Lienkämper, dann können auch Sie sich hier das schöne Ziel von ausgeglichenen Haushalten und Schuldenbau abschminken. Denn Klimaschutz ist nicht nur, aber auch eine vorausschauende und nachhaltige Finanzpolitik angesichts der Folgekosten. Von Nachhaltigkeit ist im Haushalt 2018 der Landesregierung vor allem bei der mittelfristigen Finanzplanung nicht viel zu merken. Ganz anders klang das hier noch in Oppositionszeiten. Beispiel Stellenaufwuchs in den Ministerien. Der damalige Oppositionsführer Laschet schimpfte noch vor einem Jahr hier in diesem Saal lautstark bei der dritten Lesung zum Haushalt 2017 voller Empörung über zusätzliche Beamtenstellen in den Ministerien. Und jetzt kommt das Zitat aus dem letzten Jahr. Diese Stellen, die angeblich dazu geschaffen werden, ich zitiere aus dem Plenarprotokoll, um Ihre, also damals Rot-Grün dann, um Ihre Ideologie durchzusetzen, weil Sie nicht wissen, was die Kernaufgaben sind. Aus diesem Grund werden Beamte eingestellt, die dann irgendwas regeln. Nun, Rot-Grün hat mehr Beamte eingestellt. 567 neue Stellen in 7 Jahren in den Ministerien. In den Augen der Opposition damals ein handfester Skandal. Geflissentlich wurde übersehen, dass diese Stellen vor allen Dingen auch unter anderem im Innenministerium geschaffen wurden, sehr viele Stellen aufgrund der Flüchtlingskrise. Das wurde alles übersehen, skandalisiert. Und dann kommt das vollmundige Versprechen, Herr Laschet, Sie können es nachlesen, letztes Jahr hier im Plenum, das ist ein Aspekt, den wir anders machen werden. Schauen wir uns doch jetzt mal an, wie anders der jetzige aufgestiegene, vom Oppositionsführer zum Ministerpräsidenten aufgestiegene Armin Laschet, wie anders er das denn macht. Am besten schaut man da vor der eigenen Haustür in der Staatskanzlei. Was passiert denn in der Staatskanzlei gerade? Zum Vergleich auch hier die Zahlen 7 Jahre Rot-Grün. Im Einzelplan 02
431 Stellen 2010, 434 Stellen 2017 übergeben an Herrn Laschet. Also plus 3 Stellen. Okay, kann man skandalisieren. Was macht jetzt Schwarz-Gelb? Wir finden im Nachtragshaushalt 2017 plus 17 Stellen im Einzelplan 02, also in der Staatskanzlei, und man höre und staune, im Haushalt 2018 noch einmal 25 Stellen mehr, macht summa summarum 42 Stellen allein in der Staatskanzlei nach einem halben Jahr Regierungszeit. Das muss man erst mal schaffen, eine echte Leistung. Und da findet man dann so ein neues Referat, das heißt gesellschaftliche und ökonomische Grundsatzfragen. Da bekommt Herr Laschet 4 neue Beamtenstellen. Was sollen die machen? Im Berichterstattergespräch kann man das im Protokoll nachlesen. Ich zitiere, sie sollen unter grundsätzlichen Erwägungen gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung analysieren, bewerten und in politische Konzepte einbringen. Herr Laschet, das ist eine Steilvorlage. Ich kann Ihren Vorwurf von vor einem Jahr hier 1:1 übernehmen. Im Gegensatz zum letzten Mal stimmt er nur heute. Ich wiederhole, die Stellen werden offenbar geschaffen, um Ihre Ideologie durchzusetzen, weil Sie nicht wissen, was die Kernaufgaben sind. Aus diesem Grund werden Beamte eingestellt, die dann irgendwas regeln. Dieses Jahr stimmt dieser Vorwurf dann tatsächlich. Wir haben nichts gegen mehr Stellen, um Gottes Willen. Wir brauchen also der schlanke Staat, das können sich tatsächlich nur Arme leisten. Wir werden auch hier staatliche Stellen brauchen. Aber dann müssen Sie doch neue Aufgaben definieren, für die Sie notwendig sind. Ich glaube, hier werden in der Staatskanzlei, sagen wir mal so, die Aufgaben einer Staatskanzlei werden hier mit den Aufgaben einer Parteizentrale verwechselt, die dann noch über den Landeshaushalt finanziert werden soll. Angesichts der mehr als 409 Ministeriumsstellen, 409, die Sie bis jetzt geschaffen haben, geben Sie, Herr Laschet, in einem Interview mit der Rheinischen Post am 30. September 2017 ein weiteres bemerkenswert, wie ich finde, sehr unvorsichtiges Versprechen ab. Auf Nachfrage von Michael Bröcker und Thomas Reisner sagen Sie zunächst, alle Stellen haben spezielle, unverzichtbare Aufgaben, um zwingende Verbesserungen einzuleiten, etwa bei der inneren Sicherheit. Kann man ja auch nicht sagen. Es sind aber nicht 400 Stellen, die Sie kriegen, Herr Reul. Da sind noch ein paar. Da gehören nämlich die 42 neuen Stellen in der Staatskanzlei schon mal nicht dazu. Und die meisten. Ja, Sie haben gut was abbekommen. Nee, es ist völlig in Ordnung. Ich finde das auch richtig so. Hier geht es um andere Stellen. Ja, das wissen Sie. Weiter sagen Sie, Herr Laschet, ich zitiere aus dem Interview in der Rheinischen Post, und jetzt kommt's, die Kosten für die Stellen, die wir für die Regierungsneubildung einrichten mussten, werden wir über die Legislatur wieder einsparen. Wann, wie, wo, bleibt dann natürlich offen. Ich finde, ganz besonders in der Staatskanzlei, im eigenen Haus, Herr Laschet, wird deutlich, wie unverfroren hier die einstige Skandalisierungsrhetorik gegenüber Rot-Grün wie ein Kartenhaus in sich zusammenfällt und sich gegen Sie hier und heute richtet. Und das ist auch richtig so. Zweiter Offenbarungseid von Schwarz-Gelb, der Haushaltsabschluss 2017. Nachdem im Nachtragshaushalt 2017 trotz Mehreinnahmen von über 1,2 Milliarden Euro der Finanzminister verkündet, ich habe da zwar mehr Geld, aber es bleibt im Grunde bei der Netto-Neuverschuldung. Gegen alle Wahlversprechen, ich möchte es jetzt hier nicht zum 10. Mal sagen, aber schon der Nachtragshaushalt war ein gebrochenes Wahlversprechen. Aber jetzt gibt es ja die Schlussabrechnung. Neue Chance, Herr Lienkämper, für Sie, hier vielleicht mal Ihre Wahlversprechen einzuhalten. Aber was macht der Finanzminister? Trotz milliardenschwerer Minderausgaben, Sie verzeichnen ja keine Mehrausgaben, das ist richtig, aber Sie haben milliardenschwere Minderausgaben, unbesetzte Stellen, nicht verausgabte Flüchtlingskosten, etc. Wieder im Minus. Sie schließen den Haushalt 2017 mit 1 Milliarde Euro Minus ab. Wie kann das denn jetzt sein? Warum? Weil, ja, und jetzt kommt's, weil Sie, Herr Löttgen, weil Sie die Ausgabenreste nutzen, um Ihre größten Glaubwürdigkeitsprobleme in Sachen versprochen gebrochen abzuschwächen und hektisch nachzubessern. So soll der Pensionsfonds zusätzlich Zuführung in Höhe von 680 Millionen Euro bekommen. Und die Integrationspauschale soll wenigstens zu einem kleinen Teil an die Kommunen weitergeleitet werden. Sie meinen, Herr Löttgen, Sie meinen, Sie schließen damit ein paar offene Flanken, die Sie hier offensichtlich auch nicht aushalten in den Debatten. Aber mit dem Schließen dieser Flanken bekommen Sie neue Glaubwürdigkeitsprobleme und da reißen Sie neue auf. Denn
Beim Haushaltsabschluss 2015, so Plenardebatten zu lesen, ist gar nicht so uninteressant. Beim Haushaltsabschluss 2015 gab es eine ähnliche Situation. Positiver Haushaltsabschluss mit 635 Millionen Euro. Zuführung der Summe zum Pensionsfonds. Was hielt die damalige Opposition denn zu dieser Maßnahme? Genau das Gleiche. Zunächst kam die wiederkehrende Forderung, Haushaltsverbesserungen sollen natürlich dafür verwendet werden, weniger Schulden zu machen. Das machen Sie schon mal nicht, das ist schon mal längst vergessen, daran haben wir uns ja schon gewöhnt. Christian Lindner wirft dem damaligen Finanzminister dann in der Haushaltsrede vom 16. Dezember 2015 voller Empörung, wie wir ihn kennen, vor: Was aber macht die rot-grüne Koalition? Diese Haushaltsverbesserung nutzen Sie, damit waren natürlich nicht Herr Lienkämper gemeint, sondern Norbert Walter-Borjans, um bereits in diesem Jahr die Zuführung zu dem Versorgungsfonds des Landes zum nächsten Jahr zu zahlen. Statt in diesem Jahr Schulden zu reduzieren, schaffen Sie also neue Spielräume im nächsten Jahr. Und jetzt kommt's: Was ist diese Politik für Herrn Lindner gewesen? Zitat wieder: Was Sie dort gemacht haben, ist ein Lehrbuchfall von Bilanzkosmetik. Aha, Herr Lienkämper, Sie scheinen von diesem Lehrbuchfall ja sehr schnell offenbar gelernt zu haben. Und Herr Lindner ist ja nicht mehr da, hat sich in die ewige Opposition nach Berlin verabschiedet und kann Ihnen mit Empörung das hier heute nicht mehr vorhalten. Denn, so Christian Lindner damals, die 635 Millionen gehören in die Bilanz des nächsten Haushaltsjahres. Okay, Herr Lienkämper, Herr Löttgen, Herr Rasche, ersetzen wir doch jetzt mal einfach nur 635 Millionen durch 680 Millionen, sonst ändert sich eigentlich nichts, außer dass niemand von der FDP heute darüber noch empört ist. Ja? Das ist das Einzige, was sich an dieser Situation ändert. Und jetzt kommt Christian Lindner, holt dann zum finalen Schlag aus. Was ist das für ihn, diese Haushaltspolitik? Ja? Ich zitiere wieder: Lackschäden übertünchen, Tacho runterdrehen, ab in den Verkauf. Mit diesen Tricks, die Sie in den vergangenen Jahren systematisiert haben, folgt die Finanzpolitik Nordrhein-Westfalens denselben Methoden wie der Gebrauchtwarenhandel auf dem Kiesplatz. Soweit Herr Lindner zu dieser Transaktion. Nun, Herr Lienkämper, ich würde niemals so weit gehen, Sie hier als windigen Gebrauchthändler mit einem windigen Gebrauchthändler zu vergleichen. Das wird den Gebrauchhändlern nicht gerecht, wäre aber jetzt auch wirklich nicht meine Sprache. Das soll der Autofetischist Herr Lindner mal machen mit diesen Bildern. Aber eins wird doch deutlich, Herr Lienkämper, ja? Mit diesen hektischen Nachbesserungen oder besser gesagt Verschlimmbesserungen, die Sie hier mit der Schlussabrechnung 2017 gemacht haben. Aber vielleicht empört sich Herr Rasche ja doch noch darüber. Mal gucken, es ist noch Hoffnung da. Da geben Sie hier nicht wirklich das Bild eines ehrbaren Kaufmanns ab, was Sie so gerne uns vermitteln wollen. Sie wursteln sich weiter durch, mehr recht als schlecht, und Sie können darauf setzen, dass die sprudelnden Steuereinnahmen und die ganzen unbesetzten Stellen in den Ministerien, in den Schulen mit den Minderausgaben, dass es das schon richten wird. Konzeptionelle, transparente, nachhaltige Finanzpolitik, so wie wir sie verstehen, sieht für uns anders aus. Fazit nach einem halben Jahr Schwarz-Gelb. Die großen Herausforderungen, offenbar nur noch für uns leider, aber die großen Herausforderungen für viele Menschen auch in diesem Land der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Wie können wir wirtschaften und leben, ohne Öl und Kohle für Energie, Wärme und Mobilität zu verbrennen? Wie können wir die Folgen des Klimawandels, die jeden von uns betreffen, jetzt schon betreffen, wie können wir sie noch beherrschbar halten? Wie können wir die nötige Transformation unserer Industriegesellschaft, den strukturellen Wandel gestalten, ohne unseren Wohlstand zu gefährden, aber auch ohne soziale Brüche zu produzieren? Diesen Herausforderungen stellt sich sowohl die mögliche Große Koalition als auch die schwarz-gelbe Landesregierung erkennbar nicht. Und ich entnehme dem heutigen Redebeitrag von dem geschätzten Kollegen Römer, dass leider aus der Landtagsfraktion der SPD in diesem Bereich auch nicht wirklich neue Impulse kommen werden. Auch da leider Fehlanzeige. Die Fragen nach den Konzepten für die Zukunft, für die sich eine Mehrheit der Bevölkerung doch nun endlich auch mal klare Antworten von der Politik wünscht
Und da kann man wirklich etwas ehrlicher sein, als Sie vielleicht meinen, es sein zu können. Bleiben von dieser Regierung komplett unbeantwortet. Es bleibt beim Weiter-so, beim Durchwursteln. Molière sagt dazu, und das finde ich ist nichts hinzuzufügen, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern auch für das, was wir nicht tun. Dem Klimawandel mit all seinen schrecklichen Auswirkungen auf unser Leben ist Ihr hasenfüßiges Motto, Herr Laschet, Maß und Mitte egal. Er ist konkret spürbar. Übrigens nicht nur an den Polarkappen, wirklich sehr bald auch schon bei unseren Nachbarn, den Niederländerinnen und Niederländern. Deswegen braucht es jetzt konkrete Antworten. Wir haben genug Ziele definiert und uns dazu bekannt. Wir sind hier nicht mehr in der Kirche und müssen uns zu irgendwelchen Klimazielen bekennen. Da ist jetzt mal Schluss mit. Ja, wir müssen handeln und nicht weiter so machen, dass wir irgendwann das 2030-Ziel dann auch wieder einkassieren, weil man den Mut zum Handeln nicht hatte. Der Mut, liebe Kolleginnen und Kollegen, fehlt der Landesregierung auch, eine entschlossene und nachhaltige Finanzpolitik zu machen. Wir schließen diesen Haushalt mit vielen offenen Fragen ab, die immer noch unbeantwortet sind. Ihr erster Haushalt scheitert schon an Ihren eigenen Ansprüchen aus der gerade beendeten Oppositionszeit. Irgendwie habe ich den Eindruck, Sie haben sich damals in der Opposition eigentlich nie wirklich vorstellen können, dass Sie hier mal dieses Land regieren, und dass Sie dann das, was Sie hier alles in der Opposition so von sich gegeben haben, dann auch wirklich einlösen wollen. Offenbar haben Sie sich das nie in Ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Jetzt sitzen Sie da aber ja, und müssen das alles umsetzen. Aber was passiert? Keine Schuldentilgung durch die Mehreinnahmen, wie versprochen. Keine strukturellen Einsparungen, mit denen Sie Mehrausgaben gegenfinanzieren, wie versprochen. Kein Stellenabbau in den Ministerien, sondern exorbitanter Stellenaufwachs. Wie versprochen. Keine nennenswerte Steigerung der Investitionsquote. Das ist doch minimal, was Sie da abliefern. Und das Deutsche Institut für Wirtschaft und der DGB sagen Ihnen doch auch in den Stellungnahmen, das reicht nicht, um die Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu sichern. Weit und breit keine Dividenden, wie Sie das immer so schön nennen, durch Bürokratieabbau, Digitalisierung, Aufgabenkritik. Nichts davon wird hier auf den Tisch gelegt. Keine Haushaltsklarheit, keine Haushaltswahrheit, stattdessen Verschleierung von Haushaltsrisiken. Und ich möchte mal wissen, wie Sie diese 1 Milliarde Euro, die Sie vielleicht bald durch die Grunderwerbsteuer als Steuergeschenk für die Familien bekommen, sei es Ihnen gegönnt, ja, aber wie Sie die gegenfinanzieren wollen, denn das Geld aus Berlin bekommen Sie nicht. Ich habe da jedenfalls nichts von dem Sondierungspapier gefunden. Also zusammengefasst mit diesem ersten Haushalt, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, und vor allen Dingen auch der mittelfristigen Finanzplanung, haben Sie, Herr Laschet, als neue Landesregierung nach einem halben Jahr im Amt den Gestaltungsanspruch schon aufgegeben. Das ist nicht Maß und Mitte, das ist maximales Mittelmaß. Wir lehnen diesen Haushaltsentwurf ab. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Kollegin Düker. Bleiben Sie bitte am Redepult. Sie haben das sicherlich auch gesehen. Herr Beckkamp von der AfD-Fraktion hat auch bei Ihnen eine Kurzintervention angemeldet. Herr Beckkamp, das Mikro ist offen. Vielen Dank, Frau Düker. Sie hatten der Regierung jetzt mehrfach angeraten, sich ehrlich zu machen und auch vorgeworfen, sie sei hasenfüßig und ähnliche Dinge. Jetzt frage ich Sie wiederum mit Blick auf das, was im Haushalt vorkommt, die Personalaufstockung. Wie hasenfüßig waren Sie denn, als Sie das Ganze mit den anderen Fraktionen im Rahmen einer Beutegemeinschaft ausgekungelt haben, ohne das transparent zu machen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie denn? Wie viele brauchen Sie denn? Woher kommt das denn? Und verweisen Sie mich bitte nicht auf heute Nachmittag, wenn die Presse weg ist, wenn das Fraktionsgesetz, ein Abgeordnetengesetz drankommt. Das ist nur eine dünne Hoffnung mancher hier im Raum, dass dann die Presse eben nicht mehr berichten kann. Das ist Thema Haushalt, das müssten wir jetzt besprechen. Und ich hätte mir von den Grünen ehrlich gesagt gewünscht, dass Sie das wirklich zur Sprache bringen, weil ich Sie da noch am nächsten dran finde, was Transparenz anbelangt. Die FDP schon mal gar nicht. Vielen Dank an die Grünen. Ja, Herr Kollege, erstens, wir diskutieren hier im Plenum nach unserer Auffassung nach Tagesordnung und wann die Themen anstehen und nicht daran, ob da oben Journalisten sitzen. Wir haben nach dem Haushaltspunkt
eine geordnete Debatte zu den gesetzlichen Änderungen, die ja Grundlage dann sind, um diese Dinge hier auch im Haushalt zu beschließen. Da wird Zeit sein. Ich finde es völlig legitim, dazu eine andere Auffassung zu haben. Die können Sie gleich hier in der Debatte auch einbringen. Wir haben einen Vorschlag auf einen Tisch gelegt, der aus unserer Sicht gut begründet ist und einen gestiegenen Mehrbedarf abbildet. Sie können gleich in der Debatte hier, und ich glaube, dazu eignet sich dann auch nicht eine Zwischenintervention, denn ich finde, die Debatte sollte inhaltlich sachgerecht und ausführlich geführt werden, können Sie darlegen, warum Sie zu einer anderen Auffassung kommen. Dazu gibt es gleich Raum und Zeit. Das ist sehr transparent, das ist öffentlich und das findet gleich statt. Wir haben da nichts zu verstecken und wir werden diese Diskussion gleich führen. Dankeschön.